Ihr grinst zwar alle ein bisschen komisch, aber trotzdem. Sonst ist ja auch keine Materialien, weil ich meine, ich könnte auch auf die Karte gucken wegen Materialien. Aber das wäre ja zu einfach, weißt du. So, ich stelle mich jetzt da oben hin, campe einmal ganz kurz. Lass uns mal ganz kurz ausruhen. Und dann... Die wollen doch schon wieder was essen, ne? Oh Mann, essen, campen. Die wollen alles. You hungry? Ready to eat? Here you go. So, jetzt sind sie auch satt. Dann campen wir hier oben einmal ganz schnell. Wir müssen auch bald wieder unser Zelt wegbringen. Eine Stunde rasten. Ich bin noch bei 2. Und dann gucken wir mal rein, wa? Ich bin gespannt. Ich hab, da ist Miotismon. Da ist Miotismon. Hier ist etwas in der Nähe. Ah, eine Nuss kannst du ja sonst wohin schieben. Einmal ganz kurz dran vorbei. Da ist eine Leiterzitrone. Kann man ja mitnehmen, vielleicht kann man das ja verticken. Also zumindest bei den einen Typen da. So, hier muss doch irgendetwas Interessantes drin sein, oder? Ach komm. Sonst nix? Okay. Dann reden wir mal mit Miotismon. Oh, du bist es. Dieser Mensch, der beim Aufbau der Stadt mithilft. Ich heiße Miotismon. Ich betreibe alle möglichen Geschäfte zur Entwicklung jedes Gebietes, darunter auch das Knochenresort. Ja, alle möglichen. Ich dachte, du und ich könnten ja mal ein Wörtchen miteinander sprechen. Plotain verwandelt sich in einen faszinierenden Ort, dank deiner Taten. Ich könnte selbst ein bisschen investieren. Wie auch immer, Geschäft ist Geschäft. Willst du mir als Bedingung für unseren Handel eine Bitte erfüllen? Klar. Richtige Antwort. Also gut, ich komme zum Punkt. Ich möchte nur eine einzige Sache. Und das ist mein geliebter Sonnenschirm, oh Gott. Mein gestohlener Mio-Brella, oh Gott. Ey, ganz ehrlich, ich bin ja voll so ein böses Ding und vermisst sein Umbrella hier. Bitte bring ihn mir zurück. Es ist mein Lieblingsschirm. Weißt du, ohne ihn kann ich tagsüber nicht nicht nach Lust und Laune nach draußen gehen. Der Dieb Tururiomon ist beim Logikvokal. Beeil dich. Du musst mir sofort meinen Mio-Brella zurückholen. Wer ist denn Tururimon? Tururimon. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie so ein richtig cooles, hartes Digimon ist, aber... Schade, ne? Bitte hol mir mein Sonnenschirmchen zurück. Oh, meine schöne Haut. Dann kann er sich doch ein Face-Kini holen. Ah, weißt du, wir machen es mal anders. Wir machen es gleich ein bisschen anders. Wir kürzen das Ganze gleich mal ein bisschen ab. Wir kehren zurück und gehen gleich zum Logikvulkan. Dann gehen wir gleich zum Logikvulkan und dann... Ich weiß zwar nicht, wer Tururimon ist, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir den überhaupt finden sollen, aber wer weiß. Das harte Digimon und sein geliebter Sonnenschirm, ey. Das böse, böse, böse Digimon hat seinen armen, lieben Sonnenschirm verloren. Er ist im Tururimon. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, wer das ist. Der sagt mir leider absolut gar nichts. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir erstmal da vorne Meteormon platt machen, weil Geld. Und dann gehen wir mal ganz schnell zu Taomons Platz da hinten, weil da kriegen wir immer so gute Sachen her, besonders die Götterholz. Und ansonsten kommst du ja auch hier nicht hin. Ansonsten kommst du ja hier nicht hin damit. So, das ging schnell. Ja, noch dran. Dann gehen wir jetzt erstmal da hinten. Tururimon. Sagt mir das irgendwas? Vielleicht, wenn ich den sehe. Ich, wie gesagt, derzeit. Hier sollte doch auch noch irgendein Digimon sein. Da hatten wir das letzte Mal geguckt und dann war hier keins. Ist hier vielleicht Tururimon? Da vorne ist zumindest schon mal ein Ausrufungszeichen.
Das ist gut. Da vorne ist ein Ausrufungszeichen. Dann gehen wir ja sogar wirklich in die richtige Richtung. Wo ist denn der? Ist das der Tururimon? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Tururimon gesehen. Aber weißt du, was wir aber erstmal ganz kurz machen? Bevor wir zu Tururimon gehen, mache ich das doch jetzt erstmal, dass wir da hinten schnell mal Material farmen. Vielleicht wollen sie da dann ja auch schlafen. Dann können wir gleich nochmal da Material farmen. Wir bekommen Feuerholz und Digi-Götterholz. Wichtig. Und glaube ich sogar Mithril, wenn ich mich nicht irre. Oder war das Chromdiozid? Nee, ich glaube, es war Chromdiozid. Digiozid oder wie auch immer man das ausspricht. Mir auch egal. So. Digi-Bambus. Digi-Götterholz. So, jetzt kommt das Beste. 6 Feuerholz, nur 2 Götterholz, schade. Schade. Die Kamera rutscht schon wieder immer näher. Aha. Oh, ein rotes. Ein rotes ist auch gut. Ein rotes ist auch immer verdammt selten. Darf ich mal? Danke. Natürlich haben sie wieder Hunger. Hey. Oh, uns geht das Essen aus. Hier, Bestfleischgarantie. Ah, ihr seid schon satt, das ist gut. Oh, Koriander nehmen wir mit. Kann man gut verkaufen. Und dann gucken wir mal ganz schnell darunter. Vielleicht ist es, wie gesagt, das war ja irgendwie letzten Freitag so im Gespräch gewesen, dass beim Logikvulkan noch dieses Hasen-Digimon sein soll, wovon ich keine Ahnung habe. Vielleicht war das der. Und da hieß es dann, nee, das taucht erst auf, wenn du mit Miotismon geredet hast. Jetzt haben wir mit Miotismon geredet, es ist aufgetaucht. Und vielleicht ist es ja dieses Tururimon oder wie das hieß. Vielleicht ist es das ja. Und das will garantiert kämpfen, aber wir sind ausgerüstet, sag ich mal, ne? Und ja, das Digimon kenne ich absolut nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Das kenne ich absolut nicht. Was willst du? Man kennt dich nicht. Jemand hat dich gebeten, hierher zu kommen. Wer könnte das gewesen sein? Gib den Miobrella zurück. Miobrella? Man weiß nicht, was das sein soll. Und ein Miotismon hat man auch noch nicht getroffen. Oh, Moment. Vergiss, was man gesagt hat. Das ist nur herausgerutscht. Man kennt dieses Digimon nicht. Wenn du Zweifel hast, dann kämpf. Okay. Es redet in der dritten Person irgendwie von sich. Das ist angenehm. Es zeigt immer ganz große, ja, geistige Stärke. Oder schon tot. Das ging schnell. Das ging... Hoppala. Es ist schon tot. Entschuldigung. Sollte gar nicht so schnell gehen. Ah, man wurde einfach besiegt. So besiegt. Na schön, man gibt es zurück. Du hast tatsächlich deinen Dieb gefunden. Du musst wissen, dass man eigentlich Schatzjäger ist. Und dabei klaut man manchmal auch die Schätze Reichermon. Man hat nicht gewusst, wie wichtig das fragliche Objekt für seinen eigentlichen Besitzer ist. Schau, das ist nicht einfach ein tiefschwarzer Regenschirm. Im Laden würde der zu einem Spottpreis verkauft werden. Naja, für einen Mon ist es Müll. Für das andere ein Schatz. Oh, er soll vor schädlichen Sonnenstrahlen schützen? Aber Miotismon sah ganz gut aus. Vielleicht nur Mode? Jedenfalls wird man zurückbringen, was gestohlen wurde. Du hast den Miobrella... Entschuldige, man will keinen Profit schlagen, aber ein Schatzjäger rostet einen ohne Übung. Vielleicht kann man etwas in Flotain tun. Man sieht einmal, was einen dort erwartet. Oh Gott, dieses blöde Mann, das macht mich voll fertig. Ja, gut, das war recht einfach. Ich würde hier am liebsten den Tag verbringen. Ich will hier meinen Tag verbringen. Ich würde hier am liebsten den Tag verbringen, sodass sie gleich schlafen wollen. Dass wir wirklich da hinten noch den Kram abarbeiten können. Dafür müssen wir einfach nur ein paar Kämpfe machen. Einfach nur mal so. Wie gesagt, ich würde sie gerne zum Schlafen bringen.
die beiden, dass wir da hinten noch einmal das Götterholz mitnehmen können, weil, naja, Götterholz findest du nicht oft, da hinten kommst du nicht oft hin und das wäre schon mal ganz wichtig und dann können wir auch auf dem Weg wieder hoch zu Myotismon wieder das ganze Hexenholz einsammeln und dann haben wir vielleicht bald wieder neue spaßige Spaß. Aber die wollen ja auch einfach nicht schlafen gehen, wa? Dann wollen wir mal die hier verprügeln. Kommt hier her. Einer. Die anderen hätten ruhig mitmachen können. Was? Lebst noch? Jetzt aber nicht mehr. Oh, eine Rektis ist aber gut. Eine Rektis kann man aber gebrauchen. Was haben wir da hinten? Ach, nur eine Nuss. Muss ich euch jetzt alle einzeln bekämpfen? Naja gut, dann werden die müde von. Ich liebe unsere Digimon derzeit so sehr. Schon müde? Immer noch nicht. Oh, zwei. Die kamen noch nicht mal zum Zug, Alter, und lagen schon am Boden. Instant angegriffen. Noch eine Rektis. Sehr schön. Müde? Ach, wollt ihr mich denn? Oh, da ist noch eine. Eine haben wir noch. Und dann könnt ihr aber schlafen gehen. Gott, ich wünschte, ich könnte die Zwangsschlafen bringen. So, tot. Noch eine Rektis. Alter, drei Rektissen erstmal erhalten. Na komm, ich will, dass ihr hier schlaft. Mann, das ist 0 Uhr. Was ist denn los mit euch? Ihr müsst doch schlafen, oder nicht? Ah, danke. Gut, die wollten bis 0 Uhr wach bleiben. Das sind auch alte Rabauken. So, und danach müssen wir echt unser Zelt reparieren. Ich habe eine Spinne auf meinem Monitor. Ich freue mich gerade riesig drüber. Okay, Spinne. So. Ich hoffe, sie ist tot. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen wie die Pest. Und die kann ich einfach auf meinem Monitor spawnen. Ohne ein Digimon zu sein. So, ich hoffe, sie greift mich jetzt nicht gleich von hinten an. Und krabbelt mir ins Ohr und legt da... Warum erzähl ich sowas? Ich bin auch noch so einer, der glaubt sowas. Das kann doch wirklich passieren. Ich habe kein Essen mehr. Okay. Oh. 10 TP. 2 Stärke. Hier noch ein Lachapfel für euch. Eine Leiterzitrone. So, sie sind vollständig. Die werden auf jeden Fall derzeit ausgewogen ernährt, sag ich mal. Weil uns echt das Essen ausgeht, werden die sehr ausgewogen ernährt. Digi Götterholz. Bambus. Komm noch einmal Götterholz. So, jetzt schön viel Götterholz. 5 Götterholz, geil. Dann haben wir nämlich schon mal wieder 11 bis 12 Götterholz in den kurzen Zeitraum gemacht. Komm noch mal wieder rot, das wäre auch super. Das ist auch so selten, das Rote. Ja, noch mal wieder rot, geil. Das kommt leider auch so selten vor nur. Dann teleportieren wir uns gleich mit einem Autopiloten zurück. Fliegen wieder los und dann... Jetzt geht uns langsam die Autopiloten aus, ne? Weil wir die ja echt immer... Jetzt kribbelt mir das am Rücken, Alter. Jetzt krieg ich richtig Komplexe. jetzt krieg ich richtig Komplexe. Oh Mann. Okay. An was anderes denken. Alles wird gut. Digimon ruft. Du bist zurück, Case. Ich habe gute Neuigkeiten. Turimon ist nach Flotaine zurückgekehrt. Es ist ins Unterhaltungsviertel gegangen, um bei der Schatzsuche zu helfen. Oh, cool. Der Wohlstand der Stadt liegt bei 116. Stimmt, da war was mit der Schatzsuche. Cool. Das ist nice. Noch eine Rektis. Wir haben viele Rektisen gerade bekommen. Wir können die bald wieder vielleicht zu einer Super Rektis umwandeln. Alter, jetzt wir kribbeln es jetzt auch noch am Ohr. Ich kriege echt Fantasien. Das müsst ihr doch auch so kennen, oder? Ganz ehrlich. Weißt du denn, hast du sowas und ja. Dann fängt an dir echt überall alles einfach nur noch zu kribbeln und alles und ich kriege jetzt gerade echt einen Vogel. Okay, 5. Echt, bin ich nicht auf Holz gegangen? Ich wollte eigentlich, dass du Holz sammelst für mich. Honig brauche ich nicht. Premium Holz und Flüssigkeit. Ja, ich brauche aber Hexenholz, Das ist wesentlich besser, wenn ich Hexenholz bekomme. Aber hier ist nur Feuerholz. Ja, ist doof. Digibambus brauchen wir auch noch. Mann.
Digi, Götterholz brauchen wir noch 19 Stück für Gigimons Haus ausbauen. Oh, das wäre so super, weil dann kriegen wir nämlich große Heildisken und dann sparen wir da schon echt viel Geld. Hier brauchen wir nur noch 3 und 8. Das ist auch ganz nice. Hier brauchen wir noch 8 Diamanten. Aber Diamanten sind halt leider auch einfach nur sehr selten. Hier brauche ich gar nicht gucken. Ich finde das cool, weil ich frage mich, was heißt jetzt unterstützt die Schatzsuche? Das würde mich nochmal interessieren. Müssen wir eigentlich gleich nochmal hingucken. Ich guck mal ganz kurz. Wo kriege ich Diamanten her? Jetzt mal. Kann im Modschiff Knochenresort. Okay, vielleicht treffen wir ja auch welche. Wir machen jetzt erstmal wieder unseren Tag abarbeiten. Man kennt es ja. Können wir auch gleich noch unser Zelt reparieren gehen, wenn ich dran denke. So, jetzt haben wir auch endlich wieder Fleisch. So. Wesentlich angenehmer. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Muss aber gepflügt werden, also alles gut. Nein, wir sind im perfekten Zustand. Komm, deine Kopfnuss kannst du auch sonst wohin stecken. Ginseng kannst du auch sparen. Den kriege ich ja auch immer überall her. Den kriege ich ja auch jeden Tag. Von denen da hinten im Trainingscenter. So, einmal kurz überlegen. Das haben wir. Muss ich irgendwas hier zurück einlagern? Ich will ja nicht, dass wir voll werden. Weil wir sind immer so, das kann ich einlagern, komm. Bestfleischgarantie? Nee. Weil wir sind so voll mit den Items in letzter Zeit. Es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Als erstes reden wir mal mit dir. Zelt reparieren, dann ist das wenigstens noch gratis. Und naja, unser Zelt ist jetzt wieder komplett gut. Verkaufen. Kopfnuss, Fleisch lassen wir mal. Koriander, himmlische Kastanie. Das und das. So, ein bisschen Geld haben wir. Das langt. Naja gut, lang tut's nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich kaufe nochmal 10 Stück. Wir werden danach so reich werden. Wir werden so verflucht reich werden. So, du hast ja auch immer irgendwelche komischen Sachen, ne? Der hat eigentlich nur Mist. Eigentlich hat er nur Mist. Was ich nochmal ganz kurz machen will. Den Tagesquest annehmen. Vielleicht ist es ja sogar irgendetwas, was wir sogar noch machen können. Mein, warum nicht? Ich meine, wir kriegen dafür ja immer hier, ne? Wenn wir Punkte tauschen, Ausdauerchips. Da könnten wir uns jetzt 4 Stück von leisten, sind 400 Ausdauer. Ist nicht schlecht. Deswegen, wenn man das sich alles so ein bisschen aufspart. Reise. Gehe zum Kern 02 im Unendlichkeitskessel. Ich weiß noch nicht mal, wo der Unendlichkeitskessel ist. Wir hatten noch überhaupt nichts mit diesem Unendlichkeitskessel zu tun. Der soll. Ich glaube, die Aufgabe hatten wir schon mal. Und sollte dann irgendwie meinem absoluten Nullpunkt sein, aber irgendwie auch nicht. Da ist er. Ups, du bist es, Cased. Du hast mich gefunden. Ich arbeite hier als Aushilfsschatzsucher. Du hast wahrscheinlich bessere Chancen, etwas Wertvolles zu finden. Rechne mit einer Belohnung. Ich helfe Garudamon aus. Seine Chancen, hier etwas Wertvolles zu finden, dürfen 20% erhöht sein. Ach ja, aber erst will ich dir mal was verraten. Montags ist meine beste Zeit. Du hast mehr Glück, wenn dein Auftrag auf einen Montag fällt. Aha. Okay, wir haben 20% bessere Chancen, was zu bekommen. Ja, von mir aus. Ja, wirklich, ja, von mir aus. Mehr fällt mir dazu nicht ein. So, wo bringst du mich hin? Heute ist Sonntag, dein Ziel ist die Serverwüste. Na, das ist mir zu weit. Das ist mir zu weit. Nein, danke. Denn von da aus ins Knochenresort zu kommen, ist wirklich sehr weit. Knochenresort. Und dann sind wir pleite. Schön. P
Pleite sein ist auch immer sehr angenehm. So, dann gehen wir wieder hoch zum Myotis-Monster, geben ihm sein Myotis-Umbrella oder Myotis-Brella oder wie auch immer, aber der den nennt, ist mir eigentlich Wumper. Gib mir Diamant, bitte, ich brauche das. 10 oder so. Ich will nicht viel, nur 10. Nur 10 Diamant, mehr will ich nicht. Mano. Diamanto. So. Digipilz lasse ich jetzt mal da liegen, weil wir haben ja jetzt ja wieder genügend Essen. Wir haben jetzt ja fast 50 Fleisch dabei. Morgen holen wir den restlichen Fleisch ab, dann können wir schon wieder durchtauschen, dann haben wir schon wieder 100 Fleisch. Ganz angenehm. Wie gesagt, Freitag gucken wir dann. Freitag müsste, heute müsste jetzt gerade, wenn ihr das seht, müsste rein theoretisch Mittwoch sein. Also Freitag können wir dann, glaube ich, wie gesagt, kümmern wir uns mal gegen Hexenholz. Digi-Hexenholz, kümmern wir uns vielleicht wirklich, wirklich, oh, 6 Digi-Hexenholz, jetzt müssen wir alles Hexenholz zusammen haben, kümmern wir uns wirklich mal darum, dass wir uns da um die Hauptaufgabe kümmern, weil wir haben derzeit 2 wirklich starke Digimons, finde ich persönlich, man sieht ja, die sind echt ganz weit oben, deswegen gucken wir auch so hoch, ne, die sind wirklich derzeit echt stark und ja, ich bin gespannt, vielleicht klappt es ja. Ach, die wollen auch immer kämpfen, die 3. Ich will aber nicht kämpfen. Gut, wir sind denen gut davon gekommen.